Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze gerade hier und packe den Koffer für unseren Urlaub, der übermorgen beginnt. Und ich dachte mir, ich nutze diese Gelegenheit gleich mal, um euch unsere Travel Essentials zu zeigen. Also die Dinge, die wir auf jeden Fall dabei haben müssen, egal ob es in den Sommer- oder in den Winterurlaub geht. Und ich hoffe, ich kann euch inspirieren für euren Urlaub, der hoffentlich bald ansteht. Aber jetzt legen wir erstmal los. Viel Spaß! Oder andere von euch weiß es ja vielleicht schon, wir fahren übermorgen für 5 Tage nach Österreich. Für uns ist das der erste Urlaub zu viert, der ansteht und deswegen auch für mich eine ganz besondere Gelegenheit, mal unseren Kofferinhalt so zu überdenken. Und ich habe mir Gedanken gemacht, ich setze mich immer vorher irgendwo hin und denke darüber nach, was muss auf jeden Fall mit, schreibt mir das auch alles auf, mache Listen, die ich dann abhaken kann. Also ich bin da so ein richtiger Abhak-Freak. Und möchte auch immer sicher sein, dass wirklich alles dabei ist und habe auch lieber zu viel dabei als zu wenig. Und wenn man jetzt von den ganzen Klamotten absieht, die man auf jeden Fall dabei haben sollte, die zeige ich euch jetzt natürlich nicht, ein Schlüpper etc. kann jeder so für sich selbst einpacken, dann sind so um die 15, 16, 17 Sachen zusammengekommen, die ich euch jetzt zeigen möchte, die für uns auf jeden Fall dazugehören. Ich starte mal gleich mit dem Wichtigsten für unsere Ella und wahrscheinlich später dann auch für unseren Bennett, denn egal in welchen Urlaub es geht, wir haben immer alles dabei, was man braucht, um baden zu gehen. Also wir wissen, dass das Hotel, in das wir jetzt fahren, eine Therme hat und auch Möglichkeiten draußen zu baden, aber das Wetter wird uns wahrscheinlich ein bisschen einschränken. Und egal wo wir hinfahren, wir haben immer irgendeinen Badeanzug dabei. Jetzt natürlich dann Schwimmwindeln und auch so ein bisschen Badespielzeug, damit wir eben immer reagieren können, wenn Ella denn mal das Wasser sieht. Denn Ella ist eine absolute Wasserratte und das gehört auf jeden Fall immer dazu. Unsere Reiseapotheke ist auch ziemlich prall gefüllt. Hier habe ich das Wichtigste eingepackt, was wir so brauchen könnten. Also da ist dann etwas für Kopfschmerzen für uns oder auch für, wenn wir so Magen-Darm-Probleme haben, für uns dabei. Für die Kids dann Ohrentropfen, Nasentropfen, ein Fieberthermometer und alles gegen Fieber. Und ich denke, damit sind wir ganz gut ausgerüstet. Wenn es ein bisschen weiter weg geht, dann bespreche ich das gern auch nochmal mit dem Arzt oder schaue nochmal im Internet, was man für das jeweilige Land bedenken sollte. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall so die Basic-Reiseapotheke. Und schön, dass ich es jetzt gerade gesagt habe, Reiseapotheke. Ich darf nämlich nicht vergessen, meine Pille einzupacken. Das ist jetzt quasi ein Reminder an mich selbst, weil ich habe keine Lust, mit einem dritten Kind nach Hause zu kommen. Das Ding hier, ihr werdet es jetzt nicht erkennen, ihr werdet wahrscheinlich nicht wissen, was das ist, steht jetzt stellvertretend für unser Fotoequipment. Ich kann es euch ja gerade nicht zeigen, weil unser Fotoequipment gerade in Benutzung ist. Aber natürlich nehmen wir, wenn wir in den Urlaub fahren, alles mit, was wir brauchen, um schöne Fotos und schöne Videos zu machen. Das Ding ist das, was unter die Kamera kommt, damit wir uns selbst filmen können. Damit ihr euch nicht wundert, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Ja genau, das ist für uns besonders wichtig, denn diese Erinnerungen, ganz von YouTube abgesehen, sind natürlich immer richtig viel wert. Bei Ausflügen, die nicht so lange dauern, nehmen wir es nie mit, aber für längere Reisen und für ganz lange Autofahrten ist das iPad Gold wert. Und ja, Ella darf dann ziemlich lange und so lange sie will eigentlich, wenn sie im Auto sitzen muss, damit spielen, sich damit beschäftigen. Meistens schläft sie sowieso, aber gerade wenn wir mit dem Flugzeug unterwegs sind oder eben jetzt die lange Autofahrt ansteht, dann ist das definitiv Gold wert. Da es aber im Urlaub natürlich wichtigere Dinge gibt, als vorm iPad zu sitzen, gibt es noch ein paar Bücher, die wir mitnehmen. Ich habe mich jetzt einfach mal für die entschieden, das werde ich nachher nochmal mit Ella absprechen, ob das die richtigen sind. Aber die mag sie momentan wieder sehr gerne, die haben wir schon recht lang. Die nehmen wir dann mit, damit sie sich damit beschäftigen kann. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ihr Spielzeug, ihre liebsten Figuren. Auch die sucht sie sich alleine aus. Ich habe im letzten Video zum Kinderzimmer schon mal darüber berichtet, dass sie die richtig gerne hat. Und die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Und unser Kleinster ist natürlich noch nicht im Spielmodus, aber auch der möchte natürlich beschäftigt werden. Also packen wir für ihn auch was ein, dass wir ihn einfach so ein bisschen animieren können. Und er ist ja sowieso so eine Grinsebacke, dass er auf sowas total reagiert und das ist so schön. Und ich werde mich höchstwahrscheinlich auf der Fahrt, auf der Autofahrt neben ihn setzen, um ihn dann auch einfach ein bisschen zu beschäftigen. Für diesen Urlaub ist es jetzt noch wichtig, dass wir an Flaschennahrung denken, also alles einpacken, was wir brauchen, damit unser Bennett auch was zu essen bekommt, also seine Flaschen. Dann nehme ich noch
Pulvermilch mit und eben diese Fertigflaschen, falls wir einen Ausflug machen, einen längeren dort vor Ort. In unserem Fall ist es jetzt so, dass das Hotel tatsächlich eine Babybar hat und auch über Pränahrung verfügt, worüber ich mich sehr freue, weil das einfach easier ist. Man muss nicht alles mitschleppen, wenn man zum Frühstück geht. Ich meine, Babys sind ja sowieso nicht wirklich von den Frühstückszeiten, die wir haben, abhängig. Aber trotzdem ist es einfach schön zu wissen, dass das Hotel gut ausgestattet ist und wir im Notfall darauf zurückgreifen können. Ihr wisst ja selbst, wie es ist, dass man als Mama und auch als Papa natürlich im Alltag mit zwei Kindern und auch mit einem Kind schon ziemlich wenig Zeit hat, um zu lesen. Und ich nutze Urlaube und längere Ausflüge gerne dafür, um das nachzuholen und mir einfach auch ein bisschen Zeit für mich selbst zu nehmen. Und ich habe euch vor ziemlich langer Zeit dieses Buch hier empfohlen und habe es euch ans Herz gelegt und habe euch gesagt, ich bin fast durch und genau diesen Stand habe ich immer noch. Ich bin fast durch. Und ich möchte es jetzt in diesem Urlaub gerne zu Ende bringen, dieses Buch zu lesen. Deswegen nehme ich das mit und habe das dann deswegen für mich eingepackt. Für längere Reisen nehme ich gern meinen Kindle mit. Den habe ich jetzt aktuell nicht in Benutzung. Aber wie gesagt, wenn wir länger unterwegs sind, packe ich nicht 10 Bücher ein, sondern dann eben mein Kindle. Man mag mich für verrückt halten, aber auch im Urlaub, da sollte man sich ja eigentlich entspannen, ist es für mich besonders wichtig, immer irgendwie erreichbar zu sein, mein Handy bei mir zu haben, Kontakt zur Außenwelt zu haben und eben auch von den Leuten hören zu können und mich bei denen melden zu können, bei denen ich mich eben melden möchte. Und von daher ist mein Handy-Ladekabel besonders wichtig. Das habe ich auch eigentlich immer dabei, wenn wir verreisen. Und so grundsätzlich nutze ich Urlaube gerne mal, um das Handy einfach dann im Tresor zu lassen und mal einen Tag lang das Handy nicht bei mir zu haben. Aber ich freue mich dann auch abends immer schon, wenn ich mal drauf gucken kann. Also wir könnten den Urlaub quasi abschreiben, wenn wir einen vergessen würden, nämlich unseren Elefantus. Ja, der ist ja, das wisst ihr vielleicht, der treue Begleiter unserer Ella. Davon haben wir ziemlich viele und es gibt richtige und falsche. Das ist jetzt einer der richtigen, das wissen wir natürlich auch, welcher jetzt da welcher ist. Und der steht jetzt stellvertretend natürlich für alle Schnuffel- und Kuscheltiere, die ihr so einpacken könnt für eure Kinder. Jeder hat ja da so sein eigenes. Und das ist eben ihr, wie gesagt, treuer Begleiter, seitdem sie denken kann, glaube ich. Also es ist, ich glaube, den haben wir auch noch ziemlich lange bei uns und der muss natürlich mit. Und am besten noch einmal Ersatz einpacken, falls der irgendwie verloren geht, weil sonst können wir den Urlaub wirklich vergessen. Für einen Sommerurlaub braucht man die jetzt nicht unbedingt, aber wenn wir natürlich in Sommerurlaub fliegen, sind es Sonnenhüte etc., die wir einpacken. Jetzt fliegen wir in ein Gebiet, wo es momentan ziemlich viel regnet, deswegen packen wir natürlich auch Allwetterkleidung ein. Wir sind jetzt da nicht so gut ausgestattet, aber die Kinder natürlich, also ja, wie soll es auch anders sein? Wir werden dann wahrscheinlich pitschnass wie die Pudel da rumlaufen, aber die Kinder sind geschützt und das ist die Hauptsache. Haben wir auch immer dabei Snacks. Also die sind jetzt natürlich nicht nur gut für die Reise im Auto, die lange Reise im Auto, sondern auch so, wenn man unterwegs ist mit Kindern, immer was dabei zu haben. Das weiß auch jeder, der ein Kind hat, dass das fatal ist, wenn man nichts in der Tasche hat. Und wir haben dann immer gern Laugengebäck oder Quetschs dabei, damit Ella halt immer was zum Snacken hat. Was wir bei beiden Kindern gleich als allererstes gemacht haben, war ein Termin beim Amt, um einen Reisepass zu erstellen. Und den haben wir natürlich auch dann dabei. Ihr seht jetzt hier nur drei Reisepässe, weil beide Reisepässe für die Kinder in dieser Mappe sind. Ja, damit sind wir halt immer bestens ausgerüstet und laufen nicht Gefahr, dass wir angehalten werden und uns nicht ausweisen können, weil das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was uns passieren könnte. Und deswegen immer auf Nummer sicher gehen. Um dort vor Ort bei Ausflügen natürlich auch gut ausgerüstet zu sein, habe ich den Wickelrucksack, so wie ich ihn euch im Video gezeigt habe. Schaut auf jeden Fall mal rein, um zu erfahren, was ich da alles drin habe. Auch immer dabei. Der ist unser treuer Begleiter und hängt immer am Kinderwagen, egal wo wir sind und deswegen natürlich auch im Urlaub. Wenn ich euch dieses Blatt jetzt hier so hoch zeige, wirkt das relativ langweilig und ihr fragt euch wahrscheinlich, was willst du uns damit sagen? Aber das ist wichtig. Das sind die Informationen zum Reiseland und auch wichtige Notfallnummern. Ich informiere mich immer gerne im Voraus darüber, was ich im Land beachten muss. Jetzt ist Österreich natürlich kein Megasprung von hier und auch nicht eine so andere Kultur, als wir sie hier kennen. Aber trotzdem belese ich mich gerne und weiß dann auch gerne, was geht in dem Land gerade ab, was ist dort wichtig, was dürfen wir nicht tun, was müssen wir beachten und vor allem gerade mit Kindern, welche Telefonnummer muss ich mit meinem Handy wählen, wenn meinem Kind unterwegs irgendwas passiert? Kann ich den Notruf wählen? Gibt es eine Gift-Notrufnummer oder? Also bevor man eben auf das Hotel angewiesen ist und da jetzt gerade keiner am Empfang steht im Notfall oder ja, ich mache mir da halt immer ganz viele Gedanken und es ist bisher noch niemals eingetroffen, toi toi toi, aber trotzdem bin ich immer gerne vorbereitet.
Auf meinen Instagram-Fotos seht ihr diese Tücher relativ oft. Das sind die Swaddles von Aiden und Anais. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Und das sagt auch jeder, der irgendwas über diese Tücher sagt. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Aber sie sind wirklich fabelhaft. Ich habe immer diese Silky Soft Swaddles, weil die sind besonders weich und nochmal ein bisschen dünner. Und die sind so flexibel einsetzbar. Also wir benutzen die, um ihn einzuwickeln. Wir benutzen die einfach, um ihn zuzudecken, um irgendwas über den Wagen drüber zu machen, wenn es besonders warm ist oder wenn viele Tiere unterwegs sind. Für alles kann man die Dinger nehmen, selbst als Spuckschutz. Und ja, also da gehört natürlich im Urlaub auf jeden Fall mindestens einer auch in die Tasche. Ihr wisst ja, wir sind viel mit dem Kinderwagen unterwegs, haben uns aber natürlich auch Gedanken gemacht, wie können wir dort im Urlaub unterwegs sein, wenn es eben über Stock und Stein geht. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht zu einer Babytrage. Wir haben hier eine zu Hause, die ich bisher nur so medium gut finde. Jetzt haben wir noch eine zum Testen bekommen von Stocke. Ich habe mich da extra für eine entschieden, die man nur vorne tragen kann und wo das Kind auch nur zum Herzen hingetragen werden kann. Ich weiß, dass viele Tragen sehr verschrien sind und ich weiß auch, dass viele Leute gerade diese Art von Babytrage nicht so gern mögen, aber das, was ich gelesen habe, war gar nicht so schlimm und ich glaube, viele Leute verteufeln das auch einfach, weil es früher vielleicht nicht so ausgereift war. Wir probieren diese Trage im Urlaub aber auf jeden Fall mal aus und schauen, ob das das Richtige für uns ist. Also wenn ihr wissen wollt, ob das wirklich was Gutes ist oder ob wir damit nicht so zufrieden sind, dann bleibt auf jeden Fall immer am Ball und ich beantworte euch das dann natürlich auch gerne, falls ihr auch daran Interesse habt. Und als allerletztes ist es mir schon fast unangenehm, dieses Ding schon wieder in die Kamera zu halten, aber ich muss es euch einfach sagen, ich bin auch mindestens genauso genervt wie ihr davon. Dieser bekloppte Whisper, er muss wieder dabei sein. Ich habe keine Ahnung, wann wir dieses Ding endlich loswerden, aber nein, es ist so schlimm, ist es gar nicht. Also wir benutzen den weiterhin sehr, sehr gerne. Und natürlich muss auch im Urlaub die Ruhe für Bennett gewährleistet sein. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass dieses Ding hier ihm eine unfassbare Ruhe schenken kann. Also nehmen wir das Ding natürlich auch mit. Und ich sag's euch, also ich gebe es ungern zu, aber auch wir schlafen ruhiger dadurch. So ihr Lieben, das waren sie, unsere Travel Essentials für den ersten Urlaub zu viert. Ich bin wirklich gespannt, ob euch noch ein paar Dinge einfallen, die ihr für Baby und Kleinkind noch in euren Koffer packen würdet oder auch für euch. Also lasst uns auf jeden Fall mal einen Kommentar da und wenn ihr so lieb seid, lasst uns einen Daumen da und ein Abo und das Glöckchen nicht vergessen. Ansonsten bleibt uns jetzt nur noch, uns auf unseren Urlaub zu freuen, die Koffer fertig zu packen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!